begleitet uns an einem weiteren Tag hier in Dubai. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog hier von Aida Cosma und einem weiteren Vlog hier aus Dubai. Wir sind schon unterwegs, wir haben gefrühstückt und gehen jetzt vom Schiff von Bord und fahren Richtung Karama Center, denn wir wollen ein bisschen shoppen gehen. Mal gucken, wie lange wir da Zeit verbringen, ansonsten wollen wir noch, wenn es noch zeitlich passt, in die Marina Mall. Und heute Abend oder heute Nachmittag haben wir eine Bootstour um 17 Uhr, dauert circa eine Stunde. Und heute Abend haben wir einen Tisch im Oceans Restaurant, im Spezialitätenrestaurant. Da nehme ich euch heute mit und begleite uns durch den Tag. Ja, wir sind hier in Karama unterwegs, das ist so eine Art Markt. Es gibt hier verschiedene Shops mit Kleidung, Handtasche, Schuhe, genau. Also wir schlendern jetzt hier rum und werden dann wieder ein Taxi dann zurück zum Schiff nehmen, eine Kleinigkeit essen, uns umziehen und dann geht's auf die Schiffstour. Endlich gibt es Currywurst an der scharfen Ecke. Es gibt mild, scharf und ja, ich probiere sie. Ich liebe eigentlich Currywurst. Mit Pommes wäre aber noch besser. Wir sind jetzt hier in der Nähe von der Marina Mall, hier direkt am Wasser. Und wir haben eine einstündige Sightseeing-Fahrt durch den Yachthafen gebucht. Hat 15 Euro pro Person gekostet. Wir sind jetzt hier mit dem Uber hergefahren und ja, war jetzt eine Runde durch. Schippern jetzt durch das Wasser und werden dann noch in die Marina Mall gehen danach. Und weil unser Tisch im Oceans Restaurant ist erst um 20.30 Uhr. Hier war einmal das größte Riesenrad der Welt. Natürlich musste Dubai wieder das größte aller Größten wieder übertreffen und ja, das größte Riesenrad hier hinstellen. Leider aktuell geschlossen wegen Wartungsarbeiten, wenn wir hier sind. Ja, wahrscheinlich haben sie sich in Ramadan ausgesucht, da dann eh nicht so viele Leute wahrscheinlich damit fahren möchten. Ja, sehr, sehr schade, wäre gerne damit gefahren, aber ein Grund wieder nach Dubai zu kommen. Ja, das war unsere einstündige Yacht.
Fahrt oder durch die, unsere Bootsfahrt durch den Yachthafen. Sehr, sehr entspannt. Wäre natürlich schon ein bisschen schöner gewesen, wenn es abends gewesen wäre, wenn die Hochhäuser schon beleuchtet wären. Aber das schaue ich mir heute Abend noch auf der AIDA an, wie es schön aussieht heute Abend. Wir laufen jetzt zur Marina-Mall, sind knapp 10 Minuten und gehen dann noch ein bisschen shoppen. Und dann geht es auch wieder zurück aufs Schiff. Wir sind wieder auf dem Schiff und ich muss mich jetzt ein bisschen sputen, denn in 3 Minuten ist unsere Reservierung Oceans. Haben wir noch die Einkäufe zurückgebracht. Diese Sachen ziehen mich halt irgendwie magnetisch an. Manchmal muss man kurz hier an den Leuten vorbei. Genau, also ich bin in einen Laden rein und habe die Disney-Sachen sofort gesehen. Habe mir eine schöne weiße Bluse gekauft mit Mini drauf und war gar nicht so teuer. Wie gesagt, jetzt geht's zum Essen. Bei dem Take werde ich irgendwie immer unterbrochen. Wir gehen jetzt ins Ocean-Restaurant, Fischrestaurant. Freue ich mich sehr. Und dann schauen wir uns noch die Aussicht auf die Skyline in Dubai an, wenn es dunkel ist. Ich habe echt schon echt Hunger. Was ich erzählen wollte, morgen muss ich ja sehr früh aufstehen, um 4:45 Uhr. Denn ich habe eine Tour gebucht über hier, die einzige Tour hier. Und zwar den Sonnenaufgang genießen mit einem schönen Ausblick. Generell die letzten Nächte sind relativ kurz bei mir, weil ich eine verstopfte Nase habe und dementsprechend immer sehr schlecht schlafe. Aber gut, wir sind ja hier im Urlaub. Geschlafen kann auch zu Hause werden. Das ist unsere Speisekarte jetzt hier im Oceans Restaurant. Das sind die Vorspeisen. Salat und Fischbrötchen holt man sich am Buffet. Und dann gibt es hier die Suppen. Jetzt muss ich mal kurz umdrehen. Es gibt einmal die Hauptgänge mit Fisch, Hauptgang mit Fleisch gibt es auch. Auch eine vegetarische Option, wenn ihr mit Freunden oder Familie da seid, die Vegetarier sind. Und das Dessert. Meine Vorspeise ist da und ich habe mich für Lachs-Tatar entschieden, wie die anderen auch. Das heißt, die anderen Teller brauche ich euch gar nicht zeigen. Mein Hauptgang ist da. Ich habe die Tagliatelle mit Schrimps und Erbsen. Und meine Mama hat die gegrillten Garnelen mit, ich glaube, es sind Linsen und irgendwas mit Kokos. Unser Dessert ist da. Ich habe mich einmal für die Creme Brûlée entschieden und das ist das Mandarinen-Dessert. Sieht aus wie eine Mandarine, ist aber keine.
Wir sind jetzt wieder auf dem Weg zur Kabine. Das Essen war wirklich sehr, sehr lecker im Oceans Restaurant. Also für Fischmarkt solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und die Aussicht hier, was soll ich sagen, einfach atemberaubend. Morgen legt das Schiff hier um 12.30 Uhr ab von Dubai und ist dann auch um 20 Uhr wieder in Abu Dhabi. Das heißt, die Skyline von Abu Dhabi werden wir morgen dann auch noch sehen. Ansonsten geht es ja früh raus für mich. 5.30 Uhr geht der Ausflug los. Ich muss morgen Nachmittag erstmal ein Nickerchen machen auf der Liege, auf der Sonnenliege. Heieiei. Aber auf jeden Fall sehr spannend und Ziplining werde ich morgen auch noch machen. Puh, Adrenalin pur. Also begleitet mich morgen an unserem letzten vollen Tag hier auf Aida Cosmo. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao.